bisher bei Sherlock Holmes. Bullings Chef, Mr. Moore, scheint den Journalisten in Schutz zu nehmen. Ja, das kann durchaus sein. Ich weiß ja auch nicht, was das soll. Ein Telefon. Können wir da mal kurz... Das sieht aus wie ein Gesicht. Guck mal. Okay. Und so geht es weiter. Und damit willkommen zurück zu Sherlock Jagd Jack. Bezüglich des Skandals im Parlament. Was hat der Parteivorsitzende der Whigs den Tories geantwortet, nachdem diese ihn als völlig inkompetent bezeichnet haben? Nun, das ist die Frage, nicht wahr? Ich würde sagen, der Parteivorsitzende der Tories kommt zu keinem Ergebnis. Gärtner und Ökologe. Nee, kommt nicht hin. Warte mal, was könnte er gesagt haben? Dann wählt mich. Ich werde euch im Geheimen angemessen vertreten. Das kommt doch hin, oder? Laut Bulling hat der Parteivorsitzende der Whigs Folgendes gesagt. Dann wählt mich. Ich werde euch angemessen vertreten. Schön, das wird eine gute Ausgabe. Eine letzte Frage noch. Laut einer staatlichen Studie sind Beamten die besten Ehemänner. Warum? Beamte sind die besten Ehemänner, weil Beamte sind nicht müde, wenn sie nach Hause kommen. Macht viel Lärm. Nein, warte. Und haben die Zeitung bereits gelesen. Das macht doch Sinn. Ich glaube, das liegt daran, dass Beamte nicht müde sind, wenn sie nach Hause kommen und die Zeitung bereits gelesen haben. Ah, wie war gut. Bulling scheint endlich seine Arbeit gemacht zu haben. Da wieder alles in Ordnung ist, können Sie mir jetzt sagen, wo ich die Informationen finde, die Sie der Agentur geschickt haben? Ja. Auf der Ablage des Aktenschranks liegt ein großer brauner Umschlag. Mit diesem Umschlag tauschen Bulling und ich unsere heißen Tipps aus. Tausend Dank. Auf Wiederhören, Sir. Grüßen Sie Bulling von mir. Das werde ich nicht tun. Das werde ich garantiert nicht tun. Okay, wir suchen einen großen braunen Umschlag und dort liegt er doch schon, hallo? In diesem Umschlag sind einige Dokumente. Mal sehen. Ja, schauen wir doch mal rein. Notizen über Springheel Jack. Der Schrecken von London, fiktive Figur, 1837 erstmals erwähnt, wird mit mehreren nicht aufgeklärten Überfällen und Einbrüchen in London und anderen Teilen Englands in Verbindung gebracht. Beschreibung: teuflisches Aussehen, Fledermausflügel, Hörner, blaue Flammen aus dem Mund und oder den Augen und so weiter. Erkennungsmerkmale aller Angrenzungen, aller Augenzeugen berichten übereinstimmend, dass er zu übermenschlichen Sprüngen imstande ist. Fazit: Springheel Jack ist mittlerweile zu einer wahren Legende unseres Jahrhunderts geworden. Seine Faszination geht nicht nur von seiner teuflischen und fantastischen Aura aus, sondern auch von der Tatsache, dass er nie von der Polizei gefasst wurde. Wichtig: Während der Angriffe auf die jungen Frauen Lucy Scales und Jane Aslop konnten die Zeitungen, die über diese Ereignisse berichteten, Rekordauflagen verbuchen. Daher ist Springheel Jack der immer wiederkehrende Held von billigen, fantastischen Publikationen und Theaterstücken. Dieses Thema lässt die Kasse klingeln. Super! Ich frage mich, warum sich Bulling so intensiv mit der Legende um Springheel Jack beschäftigt. Na, weil er Geld bringt. Handgeschriebene Liste. Der Schrecken von London, Springheel Jack. Das Phantom, nee, der Phantommörder, die Klinge des Metzgers, der Whitechapel-Metzger, Jack the Ripper, der Schlechter von London, der Blutdurstige und der blutige Sensenmann. Ja, das sind tolle Namen. Was hat das zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Warte mal, Eberleins Telegramm. Mr. Charles Moore, ich danke Ihnen für dieses Lebenszeichen des Whitechapel-Mörders. Wir müssen aber noch die Echtheit prüfen. Übergeben Sie den Brief ohne meine Anweisung nicht an die Presse. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Verschwiegenheit. Wir werden das nicht vergessen. Inspektor Eberlein, na? So. Eine Information über die Morde, die ausschließlich der Polizei übergeben wurde, ohne die Presse mit einzubeziehen? Das macht mich neugierig. Vielleicht sollte ich zur Polizeistation gehen, um mehr darüber zu erfahren. Das wäre eine gute Idee. Pass mal auf, Brief an Tom Bulling. Tom, wegen des Briefes. Da sich Inspektor Eberlein bedankt hat, nehme ich an, dass Sie den Köder geschluckt haben, auch wenn Sie etwas skeptisch waren. Darüber hinaus müssen wir auf alles gefasst sein, falls er wieder zuschlägt. Wir sollten auf jeden Fall diesen Briefwechsel aufrechterhalten. Und so werden wir zu gemachten Männern. Wir werden die Informationen aus erster Hand erhalten und damit Geschichten schreiben. Nee, Geschichte. Nur eine. Eine Geschichte. Aber halten Sie sich zurück. Ich weiß nicht wirklich Bescheid und Sie werden als Erster dran glauben müssen, falls es Probleme geben sollte. CM. Was hat das zu bedeuten?
Ich habe alles unter die Lupe genommen, aber von Bulling fehlt jede Spur. Er hat sich bestimmt in sein Hauptquartier davon gemacht, das Wespennest. Bevor ich ihm jedoch einen Besuch abstatte, muss ich mehr über diese mysteriöse Information wissen. Vielleicht kriege ich dann auch mehr aus diesem Journalisten raus. Auf zur Polizeistation. Ja, da bin ich doch schon, Mensch. Ich bin doch direkt hier. Ich kann mich jetzt nicht bewegen, okay? Kommen Sie, wieder zurück. Hierher, guter Mann. Der Inspektor will Ihnen einige Fragen stellen. Das ist der Mann, Inspektor. Gute Arbeit, Humphreys. Und nun zu Ihnen. Ich glaube, Sie schulden uns eine Erklärung für das, was Sie hier bei uns zurückgelassen haben. Wie sind Ihr Name und Ihr Beruf? Sherlock Holmes, eigenverantwortlicher Detektiv. Was hat das zu bedeuten? Mr. Holmes, können Sie erklären, warum Sie so gekleidet sind? Warum Sie sich entgegen meiner Anordnung in dieser Gegend aufhalten und wie Sie, glücklicherweise, an dieses Diebesgut gekommen sind, das Sie hierher gebracht haben? Zunächst möchte ich betonen, dass ich nicht unter Ihrem Befehl stehe und Ihre Ausführungen nicht als Anordnung, sondern eher als Ratschlag aufgefasst habe. Ich hielt es für vernünftig, ihn zu befolgen, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Natürlich wollte ich Ihnen früher oder später Rede und Antwort zu dem Diebesgut stehen. Dank meines hiesigen Aufenthalts kann ich Ihnen außerdem einige Hinweise... Wenn es um die Whitechapel-Morde geht, ist das nicht notwendig. Wir sind uns ziemlich sicher, dass wir schon in ein oder zwei Tagen die Identität des Mörders publik machen können. Ich bin beeindruckt, Inspektor, und kann Ihnen nur meine aufrichtigsten Glückwünsche überbringen. Dennoch, sollten Sie einen bestimmten Arzt... Hören Sie, Holmes, lassen Sie uns einfach unsere Arbeit machen. Sie haben uns eine große Last abgenommen, indem Sie das Diebesgut für uns gefunden haben. Das erspart uns mehrere Wochen Arbeit. Aber ich glaube, dass ein Fall wie dieser, die Fahndung nach Jack the Ripper, Ihre Fähigkeiten übersteigt. Ich verlange, dass Sie keinen Fuß mehr in diese Gegend setzen, bis die Sache erledigt ist. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? Ich werde Ihren Rat zur Kenntnis nehmen, Inspektor. Sie erwähnten Jack the Ripper? Verzeihen Sie, kennen Sie etwa den Namen des Mörders? Oh, das stammt aus einem Brief, den die Central News Agency uns zukommen ließ. Er wurde von dem Mörder verfasst. Und auch wenn das noch nicht erwiesen ist, müssen Sie dennoch zugeben, dass die Signatur Eindruck schindet. Diese Information ist allerdings vertraulich. Und ich muss Sie bitten, sie für sich zu behalten, Holmes. Darf ich einen Blick auf den Brief werfen? Rein aus Neugierde, Inspektor. Danach sind Sie mich los. Wenn das so ist, warum nicht? Vielen Dank. So, Brief unterzeichnet mit Jack the Ripper. Lieber Boss, mir kommt ständig zu Ohren, dass mich die Polizei geschnappt hätte, aber so weit ist es noch nicht. Ich habe herzlich gelacht, als sie sich für so schlau gehalten und gedacht haben, dass sie auf der echten Spur wären. Die Sache mit Lederschürze hat mich köstlich amüsiert. Ich habe es auf Huren abgesehen und werde nicht eher aufhören, sie aufzuschlitzen, bis ich geschnappt werde. Mann, diese Schrift! Das letzte Mal war großartig. Ich habe der Frau keine Zeit gelassen zu schreien. Wie wollen Sie mich jetzt erwischen? Ich hasse diese Schrift, ganz ehrlich. Ich liebe meine Arbeit und will auch weitermachen. Sie werden schon bald wieder von mir und meinen kleinen lustigen Spielchen hören. Beim letzten Mal habe ich etwas von dem roten Zeugen eine Ginseng-Flasche aufbewahrt, um damit zu schreiben, aber es ist geronnen und fest geworden, so dass ich es nicht benutzen kann. Rote Tinte wird's wohl auch tun, hoffe ich. Haha, beim nächsten Mal schneide ich der Dame die Ohren ab und schicke sie nur so zum Spaß der Polizei. Das wird doch sicher lustig, oder? Halten Sie diesen Brief noch zurück, bis ich etwas mehr gearbeitet habe. Dann können Sie ihn direkt weiterleiten. Mein Messer ist so scharf und gut, dass ich sofort loslegen möchte, wenn sich die Gelegenheit bietet. Viel Glück, Ihr Ergebener Jack the Ripper. Ich hoffe, der Name missfällt Ihnen nicht. PS, ich konnte den Brief leider nicht verschicken, bevor ich die rote Tinte von den Händen bekommen habe. Verdammt, einfach kein Glück. Sie behaupten jetzt, ich sei ein Arzt. Haha. Okay. Herauszufinden, wer Jack the Ripper ist, soll meine Fähigkeiten übersteigen? Wir werden sehen, Inspektor Eberlein. Wir werden sehen. Ich weiß jetzt, wer den lieber Boss-Brief unterzeichnet mit Jack the Ripper geschrieben hat, den ich von Inspektor Eberlein erhalten habe. Und darüber hinaus weiß ich auch, warum.
Tom Bulling wurde von dieser fiktiven Figur Springheel Jack dazu inspiriert, eine Legende um den Whitechapel-Mörder zu stricken. Vielleicht kann ich ihn davon abhalten, Squibby anzuschwärzen, wenn ich ihm erzähle, dass ich von der Sache Wind bekommen habe. Ich muss ihn schnellstmöglich finden. Die größten Erfolgsaussichten dürfte ich im Pub haben. Na, dann machen wir uns doch mal auf den Weg zum Wespennest, nicht wahr? Ah, Holmes, ich habe Ihre Nachricht erhalten. Und hier bin ich. Ja, willkommen zurück, Watson. Wie geht's denn so? Und nun, Holmes? Wir gehen mal hier rein. Ausgezeichnet, Watson. Dieser Einfallspinsel Bluto hat es sicher auf uns abgesehen und könnte sich immer noch dort versteckt halten. Ich versuche, im Pub mehr zu erfahren. Und Sie, Watson, halten draußen die Augen offen. Zögern Sie nicht, bei dem kleinsten auffälligen Geräusch die Polizei zu rufen. Und da sitzt er doch auch schon, dieser verdammte Tom Bulling, wie er einfach nur total traurig reinschaut. Oh Mann. Guten Abend, Mr. Bulling. Kennen wir uns? Nein, aber ich habe Informationen, die Sie interessieren dürften. Reden Sie, mein Freund. Ich gebe Ihnen einen aus, wenn sich daraus etwas machen lässt. Geht es um die Whitechapel-Morde? In der Tat. Ich kenne die Identität des Mannes, der einen Brief an die Polizei verfasst hat. Der Brief beginnt mit »Lieber Boss« und der Verfasser behauptet, der Whitechapel-Mörder zu sein. Unterzeichnet ist er mit Jack the Ripper. Was? Es handelt sich bei dem Verfasser um einen Journalisten, der sich von Springheel Jack inspirieren ließ, um die Glaubwürdigkeit und Seriosität seiner Presseagentur zu untermauern. Dieser angebliche Jack sorgt für Informationen aus erster Hand, die der Journalist häppchenweise an die Behörden weitergibt, sowie einige dezente Indiskretionen, die er an die bettelnden großen Zeitungen durchsickern lassen will. Er spielt beide Seiten gegeneinander aus und ist im wahrsten Sinne des Wortes der federführende Kopf hinter dem Gerücht. Er hat den Brief an diesem Ort verfasst und seine Finger sind mit roter Tinte bekleckert, so wie Ihre. Was wollten Sie von mir, mein Freund? Sie haben einem gewissen Squibby damit gedroht, ein Telegramm aufzugeben, das ihn als möglichen Verdächtigen im Fall dieser Morde nennt. Sie wollen sich für einen alten Streit rächen. Ich schlage vor, Sie verzichten darauf, dieses Telegramm aufzugeben und lassen Squibby in Ruhe. Diesen Taugenichts habe ich schon längst vergessen. Ich habe ihm die Drohung an den Kopf geworfen, als ich gerade unterwegs zur Polizeistation war. Sie hätten sein Gesicht sehen sollen. Außerdem müssen Sie damit aufhören, diese Briefe zu verfassen. Sie behindern damit die Ermittlungen der Polizei. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Ich habe ein gutes Verhältnis zur Polizei. Erkundigen Sie sich ruhig. Ich muss niemandem Rede und Antwort stehen. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Na gut, dann auf Wiedersehen. Leben Sie wohl, Sir. Auf Nimmerwiedersehen. So ein Penner. Meine Güte, den mag ich ja überhaupt gar nicht. Kann ich kurz mal an diese Tür klopfen? Nein. Wenn Bluto mich sieht, könnte das sehr gefährlich werden. Das dachte ich mir, ich wollte es nur mal testen und jetzt gehen wir zurück zu Watson. Schnell zur Polizeistation, Watson. Wir sind nah am Ziel. Squibby wird uns verraten, was er über Tumblety weiß. Squibby, nicht mehr im Gefängnis? Sie sind wieder ein freier Mann. Wir waren gerade unterwegs zur Polizeistation, um Sie zu finden. Psst! Ja, die Bullen haben mich gehen lassen. Ich wollte erst zu Bluto und dann versuchen, Sie zu finden. Und? Haben Sie mit dem Zeitungsfritzen geredet? Ja, er ist im Pub und die Sache dürfte erledigt sein. Jetzt würde ich gerne hören, was Sie über Dr. Tumblety zu sagen haben. In Ordnung, aber wir müssen uns beeilen. Eines Nachts war ich unterwegs zu Bluto, um ihn in seinem Versteck zu treffen. Nicht weit von der Pension, in der dieser Tumblety ein Zimmer hat. Er ist auch gerade gekommen und muss ein ziemliches Saufgelage hinter sich gehabt haben. Um auf den Punkt zu kommen. Dieser Kerl stand also da und hat mich angegrinst. Er meinte, er sei ein großartiger Arzt aus Amerika und wolle mit mir ins Geschäft kommen. Ich habe gesagt, dass ich schon Interesse hätte, aber nicht zu den Leuten gehöre, die mit Fremden sofort ein Ding drehen. Er hat mich dann in sein Zimmer eingeladen, um über das Geschäft zu reden, nur er und ich. Wir haben ein oder zwei Flaschen geleert und dann wollte er mir plötzlich zeigen, was er in diesem riesigen Koffer hat, den er immer mit sich herumschleppt. Ich musste mich fast übergeben. In diesen Gläsern waren keine Essiggurken oder anderes Zeug, sondern Fleischstücke. Und er hat mir ins Ohr geflüstert, dass es sich dabei um intime Körperteile einiger betagter Damen handelt. Präparate, hat er gesagt.
Liebestöter würde wohl eher passen. Bah! Dann hat er angefangen, über Frauen herzuziehen. Sie seien nichts weiter als Hunde. Aber die schlimmen Sachen spare ich mir jetzt lieber. Dann ist er näher gerückt und hat mir seine verschwitzte Hand auf meinen Oberschenkel gelegt. Vielleicht ist er einer von denen, aber ich bestimmt nicht. Ohne zu zögern habe ich ihm eine verpasst und mich dann aus dem Staub gemacht. Er wollte mich aber trotzdem wieder treffen und dieses Mal wirklich nur über das Geschäftliche reden. Dann musste ich aber in den Knast und... Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Warum? Ist er nicht in der Pension? Vielleicht hat er ja auch Gefallen am Leben hinter Gittern gefunden. Ich habe gehört, dass man in manchen Gefängnissen sogar... Danke für die Informationen und vielleicht bis bald, mein Freund. Hier ist die versprochene Summe, damit Sie London verlassen können. Danke, Kumpel. Ich muss noch eine alte Rechnung mit Bluto begleichen und dann verschwinde ich aufs Land. Was macht der da hinten jetzt? Was ist hier los? Lipski! Mein lieber Watson, wir müssen zuschlagen, solange das Eisen heiß ist. Bisher sind wir nicht auf Dr. Tumblety gestoßen, aber die Zeit ist jetzt gekommen. Was denken Sie darüber, Holmes? Wir müssen herausfinden, ob es nur reiner Zufall ist, dass ein Sammler menschlicher Organe und ein Mörder, der besagte Organe entnimmt, zur gleichen Zeit in der gleichen Gegend unterwegs sind. Das ist doch kein Zufall. Und was war das gerade für eine Sequenz? Das war ja furchtbar. Ich meine, die sind in Slow-Mo davongerannt. Und was ist mit der Frau? Wir müssen dir doch helfen, Watson, du schielender kleiner Mann. Das ist alles sehr seltsam und eigentlich auch offensichtlich. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie doch noch Ihren Schlüssel abgeben. Ach, Sie sind es, Mr. Holmes. Guten Abend, Dr. Watson. Ja, guten Abend. Was für ein Schlüssel denn? In der Tat, ich bin's wieder. Einer Ihrer Mieter ist gegangen, ohne seinen Schlüssel abzugeben? Ja, Dr. Tumblety, über den wir ja bereits gesprochen hatten. Kurz nach Ihrem letzten Besuch hier sind Polizisten aufgetaucht und haben mir einige Fragen über ihn gestellt. Kaum waren sie weg, ist er schon um die Ecke gekommen und in sein Zimmer im oberen Stockwerk geeilt. Kurze Zeit später habe ich während meiner Aufräumarbeiten gehört, wie etwas in seinem Zimmer heruntergefallen ist und jemand die Treppe hinuntergerannt ist. Er ist mit seinen meisten Gepäckstücken auf und davon, aber ohne mir den Schlüssel zurückzugeben. Gehen Sie ruhig rauf und sehen Sie sich um. Die Tür ist noch offen. Alles klar, vielen Dank, Finlay, Mann. Wir werden uns direkt mal umschauen und ich bin mir fast hundertprozentig sicher, dass er Jack the Ripper ist. Natürlich kommen wir hier nicht rein. Wieso nicht? Wo kommen wir jetzt rein? Hallo? Wir müssen doch da nicht rein. Hier müssen wir rein, oder? Genau, hier müssen wir rein. Vorsicht, Watson. Bleiben Sie an Ort und Stelle stehen, bis ich diese Spuren genauer untersucht habe. Ich weiß, Holmes, ich weiß. Ich kenne Ihre Vorgehensweise. Ja, fass bloß nichts an und beweg dich nicht. Watson. Gut, wir gehen rein. Ich brauche Informationen. Warum denn? Du kannst doch einfach reingehen, die Tür ist offen. Warte, wir haben doch hier so einen Zettel. Nein. Ich brauche Informationen. Hör auf damit, bitte. Hör bitte auf damit jetzt. Ich brauche Informationen. Was für Informationen brauchst du denn bitte? Das ist ja wohl jetzt echt ein Witz. Wie kommen wir da jetzt rein, sag mal? Finlay, ich brauche Informationen. Haben Sie etwas entdeckt, Mr. Holmes? Nee, ich habe nichts entdeckt, aber... Ich muss auch gar nichts entdecken. Die Tür ist doch offen, hast du gesagt. Irgendwie ist doch alles furchtbar gerade. Da sehen wir nichts. Können wir hier hinten irgendwas machen? Nein, wir müssen zwangsläufig da oben rein. Aber die Frage ist... Was fehlt? Warte mal, da ist was. Hä? Ich möchte das ansehen. Ach so, das ist der Boden. Warte. Ah, Sie haben Ihr Maßband und Ihre Lupe dabei. Und ich dachte schon, Sie hätten Ihr Handwerkszeug vergessen, Holmes. Ich vergesse nie die wichtigsten Dinge, mein lieber Watson. Echt mal, Watson. Wo denkst du hin? Was ist denn das hier für ein Abdruck? Der rechte Fuß. Ein leichter Abdruck. Der Mann ist gerannt. Okay, gut zu wissen. Der rechte Fuß. Ja,
Dann werden wir mal sehen, welche Schuhgröße er hat. Schuhgröße 48. Okay. Und was noch? Keine Ahnung. Was müssen wir noch tun hier? Das ist doch alles mehr als merkwürdig. Was ist das hier? Das ist kein Wasser. Der klebrigen Konsistenz und dem Geruch nach zu urteilen, würde ich sagen, wir haben es hier mit Formalin zu tun. Das sind die Fußabdrücke eines großen Mannes, der kurz vorher in Formalin getreten ist und dieses Zimmer überstürzt verlassen hat. Gut, können wir jetzt das Zimmer betreten, Holmes? Nein, Watson, denn wir machen jetzt hier einen Cut und dann geht's in der nächsten Episode weiter. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! So, da stehen wir also vor der Wohnung von Dr. Tumblety, aka Jack the Ripper, und in der nächsten Episode werden wir mal einen Blick hinein werfen und nach diversen Hinweisen suchen. Kann ja irgendwie nicht sein, dass wir ihn bis dato nicht einmal zu Gesicht bekommen haben. Ich meine, der kann sich doch nicht die ganze Zeit in irgendwelchen Hinterzimmern mit diversen Männern rumtreiben. So geht das nicht. Und ja, ich weiß auch nicht. Die Sache ist bisher ziemlich offensichtlich. Er ist quasi der Mörder, der den Frauen die Organe entnimmt und ich meine, warum sollte man jetzt noch weiter ermitteln? Die Sache ist geklärt, ne? Die Sache ist geklärt. Dr. Tumblety ist es. Und ja, wir werden mal sehen, wie es in der nächsten Episode weitergeht. Bis dahin, macht ihr noch einen schönen Tag und bis dann.